Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Das wird schon wieder Kleinnacht. Also immer, wenn ich hier reinkomme, dann ist entweder Nacht oder es wird Kleinnacht. Das ist, ja, das ist halt so. Also, ich habe die Grundierung natürlich erledigt, klar. Und dann habe ich auf die Grundierung eine ordentliche Tapete gebracht. Ja, das ist, denke ich mal, macht das schon Sinn. Was ist denn los? Ja. Sieht ein bisschen besser aus, ich weiß, also hier so mit dem großen Farbpinsel durchgehen und das alles so einheitlich nur zu haben, das ist langweilig, klar. Aber man muss erstmal grundieren, kennt ja jeder, wenn irgendwas streicht und das ist so eine saugfähige, so ein saugfähiger Untergrund, muss erstmal ein bisschen grundieren. Das kannst du natürlich großflächig machen. Hier draußen habe ich es gelassen und hier ganz draußen, ja, da. Was ich jetzt, also was ich nach wie vor immer ein bisschen, oder was ich schade finde eigentlich, ist, die Texturen, die kann man echt nur nach dem Untergrund gestalten. Also auf Metall kriege ich eben zum Beispiel solche Texturen nicht drauf und auf Beton oder wie auch immer Holz, keine Ahnung, verschiedene andere Sachen, kriege ich wieder die von Metall nicht drauf. Das finde ich eigentlich... Okay, jetzt die Frage, wie sie mich angreifen. Ja, dann bin ich... Achso, ja, dann... Warte mal, dann machen wir das gleich mal. Ich bin nämlich... Also es gibt Gold. Es gibt ganz wenig Gold auf dem Planeten. Und ich habe das mal resettet. Also die Sachen gewiped. Die Ressourcen. Und... hab dann das eingesammelt, aber das ist ein Mini-Lager, das ist eine Mini-Lagerstätte. Ist das gewesen. So, mal sehen, was kommt hier. Eine Mini-Lagerstätte gewesen und da gab's. Oh! Okay. Wir könnten natürlich mal gucken. Wir könnten mal gucken, das ist jetzt ein Truppentransporter. Da kann man mal gucken, ob's der Turm. Also Quatsch, der Turm. Ich habe gar keine Türme gebaut, sondern ob hier. Ob der Gang jetzt das schafft. Also ich tue jetzt mal so. Ich tue jetzt mal so, als wenn ich nicht da bin. Okay, warte mal, ich tue jetzt mal so. Oder ich tue mal jetzt nichts. Also ich gehe mal rein, sonst sind es auch Fröcher hier draußen. Und dann gucken wir mal, ob der Gang hält, was er verspricht hier. So richtig in den... Ich könnte natürlich jetzt gleich mal, genau, da bleibe ich mal... doch, wir machen das mal so. Bleib mal hier hinten. So, dann machen wir mal F5. Und dann checken wir mal die Lage. Ah, natürlich, weil... Das war's, oder was? Einer? Ach, da hinten irrt noch ein zweiter rum. Okay, souverän gemacht. Oh, zwei sind's noch. Kriege ich das gar nicht rein, oder was? Das ist eigentlich schwere Waffen. Dann nehmen wir dann lieber das, oder? Ah, nee, warte mal. Ach, immer wieder falsch getippt. Wieso tippe ich immer wieder falsch? So, ich muss Folgendes machen hier. Das hilft aber auch mit der Drohne, oder? So. F5 und dann looten wir die. Da ist der andere, der verschwindet dann. Das müsste, glaube ich, gerade so gehen, hä? Wir gehen das nicht. Ich dachte, ich bin verbunden. Du verlierst die Drohne. Wenn ich das jetzt rauswerfe, geht auch nicht. Geht gar nichts. Gar nichts geht. Okay. Naja. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich selber mal rausgehen, ha? Ah, ich hab's verstanden. Das kleine Knüppelzeug geht raus. Aber ich müsste ja eigentlich jetzt... so das hinkriegen, oder?
Aha, mit der Drohne geht's also nicht. Okay, ich hätte gedacht, das funktioniert. Ah, ich rutsche dann immer runter. Hab ich's doch. Bin ich verwirrt? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Oh, da ist noch einer, ja? Warte mal, warte mal, was war's? Tee, ne? So, da hat sich auch mal jemand erschossen hier. Ach, bleib doch mal stehen! Wieso rutscht man denn hier runter dann immer? Was, noch mehr? Okay, jetzt geht's wieder rein. Na gut. Ja, ja, mir ist kalt. Okay. Also wahrscheinlich habe ich dann doch eingesammelt. Okay, jetzt rutschen wir hier ganz lässig runter. Ich laufe hier ganz lässig runter. Okay. Husch, husch. Rein in den Busch. Oh, gut. Rein. Haben wir das gesehen, dass das sozusagen eigentlich auch alles klappt? Okay. Das, warte mal, das hat sich dann hier gestapelt. Wie sieht es denn bei mir aus? Ich habe Hunger. Dann knuspern wir das gleich weg. Knuspern wir hier was weg. Oder die Wurst was weg. Verfallszeit 150. Gesundheitswert 8. Okay, wenigstens was. Ach ja, Spinne ein bisschen. Genau. Gesundheitswert 6. Und das hat gar keinen Gesundheitswert. Das ist ja... Warte mal, ich habe da hier... Ja. Erste Hilfe. Zum. Alles klar, machen wir wieder Tee. Haben wir das. Dann machen wir Licht, damit wir sehen. Also, ich habe wie gesagt grundiert ordentlich. Das ist ordentlich gemalert alles. Das ist in Ordnung. Ein bisschen alles bunt gemacht, alles schön. So, dann habe ich wie gesagt Gold gefunden. Irgendwo hier, ich bin ja ein bisschen rumgeflogen. Ich glaube, hier oben war das, oder? Bei so einer unbekannten Struktur. Dann habe ich dann irgendwie so einen Transporter gefunden, der war aber irgendwie. Da war nichts groß. Das war wieder bloß Metall. Genau. Und das waren aber bloß die 13 Golderz. Genau. Und die 13 Golderz bedeuten, dass ich trotzdem das bauen kann, oder? Das Eva-Kit. Eva-Kit haben wir. Hier haben wir das Eva-Kit. Einen Goldmann brauche ich bloß. Das ist natürlich gut. Achso, ja, na klar. Ich muss da einschalten. Ich habe da alles hier gedockt. Den Schalter. Ja, macht los. Gut, weil im Prinzip... Schwimmen wir mal noch mal ein bisschen oben rum im Weltraum und ich werde vielleicht auch mein großes Raumschiff im Weltraum bauen. Deswegen ist das mit dem Eva-Kit gar nicht so schlecht. Muss mal sehen, vielleicht gibt es da auch ein paar Eisen. Und ja, das müsste ich sowieso mal sehen, weil ich brauche dann recht viel Titan für ein bisschen ordentliche Panzerung. Panzerungsplatten und Panzerungsblöcke. Und dann brauchen wir, hier haben wir jetzt, glaube ich, gar kein Titan. Haben wir bloß die Basics. Genau. Das heißt, wir müssen Titan suchen, weil ich will jetzt nicht so ein schwappliches Raumschiff bauen, sondern ein ordentliches, also nicht Kohlen. Ich könnte ein Raumschiff aus Kohlenstoffverbundblöcken bauen. Und nicht bloß die Stahlblöcke, sondern dann schon die gehärteten Stahlblöcke. Genau, das sind immerhin 10 Titanplatten. Also unser nächster. Leitern? Gibt's Leitern? Warte mal, da gibt's eine Leiter? Habe ich jetzt irgendwie. Kann man da auch hochleitern? Oder ist das nur. Schmuck? Kann ich da hochleitern? Einmal checken. Warte mal, wie das ist jetzt hier? Tee, so. Okay. Dann tun wir mal so, als wenn wir hier draußen hochleitern wollen. Was? Ach Gott, bin ich erschrocken. Ach. Oh Gott, das ist ja... Das nimmt mir ja 100 Punkte weg. Alter. Ich wollte doch bloß mal hochleitern. Warte mal, ist mein... Ich glaube, meine Panzerung ist auch nicht mehr... Die ist ja weg, mein Schutzanzug.
Okay. Das heißt, ich muss eine neue bauen. Neuen Schutzanzug. Ich brauche noch mal ein bisschen besseren, ne? Schutzanzug. Erstmal leichten Schutzanzug. Wenigstens ein bisschen besser. Dann nehmen wir uns natürlich das Eva-Kit hier mit rein. Die Geschosse, die hauen wir hier oben rein. Okay. Und dann nehmen wir natürlich noch den Anzug mit. Dann mal fertig ist. Gut, also Leiter. Seit wann gibt es eine Leiter? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert, weil die ganze Figurenführung, das ganze Kämpfen, das in die Hocke, in die Nicht-Hocke gehen und überhaupt, das ist ja alles noch von 2015. Also es gibt zwar irgendwas, ein bisschen optisch irgendwas verbessert, aber die Figur, ich glaube, die Figur ist seit Anbeginn der Zeit, ist immer die gleiche, da rege ich mich ja jedes Mal auf. Aber das hilft ja nichts. So, warte mal, was haben wir jetzt eigentlich? 5 und 45, das ist echt, das ist weiter, genau, geht's. Und jetzt können wir bei 100, so, jetzt könnte ich eigentlich auch rausgehen, oder? Außer, dass ich jetzt verletzt werde und meinen Anzug gleich wieder... Wir können ja mal, oder das interessiert mich jetzt mal, oder ist das? Ah, ist immer noch. Egal, nee. Ja, gut, dann müssen wir es halt drinnen probieren. Mit der Leiter. Dann machen wir die Leiter mal. Okay. Ich habe so eine halbe Wand. Na gut, das macht ja nichts, wenn ich die hier hinstelle. Dann passiert. Das ist nur Schmuck, oder? Ist jetzt auch keine tolle Leiter. Das ist wahrscheinlich einfach nur. Das ist. Ja, billig. Also es ist eine sehr billige Leiter. Okay, das ist nur Schmuck. Weil eigentlich müsste ja sonst was passieren, dass ich da wenigstens so ein Stückel hochgehen kann, oder? Nee, doch. Mit einem Jetpack? Aha. Okay, also so ist... Oh, das ist also wie... Warte mal. Also wenn ich... Geht doch. Geht doch. Dann bauen wir noch mal eine zweite, damit wir das hier sehen können, beziehungsweise Leiter. Okay, warte mal, wir machen mal 1, 2, 3. Machen wir mal so, das teste ich. Das interessiert mich jetzt mal. Hört doch mal draußen auf mit Regnen und Hageln. Ich würde gerne mal ein bisschen was probieren. Okay, super. Vielleicht kann ich die auch einfach bloß so irgendwo in den Raum reinsetzen. Hä? Bauen. 3, 4, oder? Ich hatte noch eine drin. Okay, gerade fertig geworden. 4. 3 hatte ich bloß. Okay. Kann ich die ja wieder wegpickern? Leiter demontieren. Zup. Und wir gehen raus, haben die Leiter hier. Und wobei die Leiter ist ja nicht so schwer, oder? Wenn ich die jetzt einfach mal hier so. Nochmal. Oder wir machen das mal hier an der Seite. Machen. Hallo? Okay, und dann bist du doch ein. Ach, die ist jetzt dort wieder reingehuscht, ja, warte mal. Links und was war das? F4? Ja. Genau. F4 könnte man dann zugreifen, dann lege ich das wieder hin. Mach F4 weg und hab dann. Dreh. Okay, da haben wir sie.
Da haben wir die Leiter. So, also wenn ich jetzt rangehe, ist erstmal, also wenn ich jetzt mit dem Jetpack kann ich hoch machen. Okay, das ist eigentlich ist es ein Fahrstuhl in Leiter Design. Das ist jetzt alles. Wahrscheinlich ist da nichts weiter gemacht worden, außer dass ich halt, also dass halt das Fahrstuhlobjekt halt gelöscht wurde und dann gab es hier das Leiterdesign dazu. Wenn ich raus, falle ich runter, genau, und dann das gleiche. Ja, ist jetzt, was ist jetzt der Vorteil? Ich meine, der Block ist immer voll. Ich kann jetzt, deswegen kann ich jetzt hier vorne auch nichts hinbauen. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Insofern ist es halt eine Leiter, ja. Sieht halt anders aus. Gut, okay. Okay. Muss ich mal wieder heilen hier? Muss ich ein bisschen was essen, aber dieses Essen. Ach, das habe ich wieder rüber getan. Ah, okay. Okay. Kürzen wir mal das Brot weg. Die Wurst. Lami. Und dann fliegen wir mal hoch in den Orbit. Orbit. Und suchen nach. Also Titan. Titan brauchen wir. Titan, das bedeutet. Warte mal. Füllen erstmal auf hier, so. Dann. Das ist, ich bin so voll. Ich bin so voll. 43, warte mal, das ist denn das, wenn ich. Das sind 10 Kilo sind das. Oder Volumen, Volumen, das ist ja nur Volumen. Masse ist ja egal, also Masse ist ja wurscht. Das sind jetzt was? 10 Kubikmeter. Die Chips hier. Na gut, wir lassen das mal so. Es ist egal. Ansonsten hab ich ein bisschen Mumpeln. Sauerstoff, Sprit. Ne, Sauerstoff hab ich eben nie. Sauerstoff sollte ich wahrscheinlich mitnehmen, hä? Wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich meine, hinten habe ich Sauerstoff drin, aber. Sauerstoffflaschen. Das Tiere schaffe ich dann nur. Da hau ich die mal. Oder ich lasse es so. Ist egal. Ist egal. So, dann machen wir erstmal wieder aus, dass hier die Energie da bleibt. Und dann, warte mal, Konstruktor habe ich mit. Die Farbpistole brauche ich jetzt nur. Nee. Die nimmt natürlich auch nicht so das große Gewicht weg. Aber. Na gut, wir machen das weg. 2,5 Kilo ist jetzt. Ist jetzt nicht so die Welt, aber ist egal. Ist egal. So. Dann geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Das ist soweit noch okay. Y. V. Jetzt geht los. So, jetzt, wie bin ich eigentlich schneller? 17 Meter. Und wenn ich jetzt so mache, da. Nee, da bin ich sogar bis 10 Meter. Okay, naja, dann. Okay. Müssen wir halt erstmal hier raus und. Oh. Na gut, okay, also dann machen wir Folgendes. Ich werde jetzt erstmal auf Titansuche mich begeben, dass wir dann ordentliches Raumschiff bauen können. Das ist so das nächste Ziel, denke ich. Mein nächstes Ziel. Geht es hier auch weiter oder was? Irgendwie das Gefühl, dass ich hier stehe. Gibt es hier irgendwie Informationen? Da oben Orbit. Ah, geht das langsam? 8 Meter. Warte mal, wenn ich so bin, da geht es schneller. Okay, das habe ich sozusagen vorwärts und Schub. Also Schub und hoch. Also hoch und zurück. Rechts und links. Egal, wir haben es gleich geschafft. So. Jetzt, 70, 60,
50, 40, ja, 20, 10, Orbit 0, minus. Goodie. Ich würde mal sagen, wir machen Schluss jetzt erstmal hier. Unser Eisplanet haben wir verlassen. Wir suchen Titan. Und dann bauen wir das große Schiff. Also, liebe Leute, was ist da vorne? Da ist hier irgendwas. Aha, na, da könnte ich erstmal hinfliegen und dort andocken. Und dann schauen wir mal weiter. Also, liebe Leute, was haben wir hier? Kobalt, Promethium, Kupfer? Nee, haben wir hier was? Nee, also muss ich auf dem Mond wahrscheinlich. Oder Titanium, ich weiß es nicht. Könnte man natürlich mal schauen. Sieht man das eigentlich? Draufklicke. Übersicht. Hier sehe ich nur, was es alles gibt. Okay. Goodie. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.